Hallo und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde der Wassertempel. Soll es auch geben. Und es ist wirklich passiert, was ich gesagt habe. Link ist abgerutscht. Ich wollte mich eigentlich wirklich nur hier rüber manövrieren. Und was macht Link? Ach, hier ist auch so eine Ecke. Der rennt natürlich so drüber. Warte. Ja, hier geht gerade nicht. Ja, da bleibt er natürlich stehen. Aber hier ist er dann voll. Hier an dieser Ecke ist er dann... Ja, ich schaff's natürlich, mich genau so zu stellen, dass es hält. Aber er ist dann... Mann! Vorführeffekt! Er ist dann hier so abgerutscht. Genau so. Und dann war ich im Wasser. Ja. Naja. Ich habe gerade eine ganz eigenartige Frage bekommen. Im Kopf. Sind Soras eigentlich immer feucht? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ich höre schon auf. Noch ein Stückchen runter. Von hier? Nö. Von... Ich mach das einfach mal so und guck mal. Als kleiner Link dürfen wir ja auch einen anderen Blickwinkel haben. Ja. Passt. Und go. Geht doch. Oh Mann, das war auch wieder so eine Geburt. Und die Haare blubbern nicht mehr. Also war es das schon wieder mit diesem Raum. Und wir verwandeln uns wieder in einen Sora. Die Düse ist nicht an, also passiert auch nicht recht viel. Ich kann euch mal noch die schöne Tür zeigen. Toll, ne? Ja, und dann kann man eigentlich auch schon wieder gehen soweit. Weil es gibt keine Feen mehr. Geh mal wieder raus. Abtauchen und schwimmen, 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 schwimmen. Und jetzt immer wieder hier. Und dann machen wir mal auf der nächsten Etage rein. Wir machen rein. Hm, du Ferkel. Alter, Link! Was ist denn los? Warum? Warum sind wir hier? Hä? Hab ich das ver... Ach, es ist mir egal. Es ist mir einfach egal. Was war denn das gerade? Habt ihr das gesehen? Oder habe ich nur das gerade gehabt? Wäre zumindest mal cool, wenn der Emulator da rausfixen würde. Beziehungsweise Aufnahmeprogramm. Weil ich hatte gerade einen kleinen Ruckler. Was eigentlich nicht sein dürfte, weil... Ich möchte nicht angeben, aber mein Computer ist schon ein Monster. So wie, egal. Es ist wie beim Autofahren. Immer Augen auf. Sonst rennst du vor allem. Fährst in sowas rein. Die Turmuhr wieder. Wenn am Abend um 10 die Turmuhr mahnt. Kennt jemand das Lied? Hält mich der Durst mit eiserner Hand. Komm her. Ja, du schwimmst halt einfach durch. Warum nicht? Du musst mich halt erst anvisieren, damit es dir Schaden macht. Ist schon klar. Ist ja nicht noch so ein Vieh. Ja, da. Komm her. So, jetzt habe ich wieder meine Ruhe. Und kann mein Leben ungestört... Kommt ihr her? Alter, ihr seid ne... Junge! Hallo? Darf ich mal... Hallo? Huhu. Wo kommen die her? Hui. Du kannst mich mal am Arsch lecken. Leck mich doch am Arm. So. Mann. Magie. Und nochmal Magie. Und es ist schon der zweite Tag. Hossa. Der kursvolle Fahrt. Ich wollte doch nicht mal sagen, oder? Nein! Das tust du nicht. Ach ja, das war ja, das war ja, nein, komm, bitte, Link, danke. Das war ja der Spaß, ach Gott. Das war ja so ganz doof. Muss ich doch irgendwie, Na, weil da drüben geht's weiter. Aber da oben ist, glaube ich, das kann man mal schnell überprüfen. Ja, da drüben ist eine Fee.
Eigentlich soll man das ja, glaube ich, so machen, dass man das so anhält, dass es genau da drüben ist. Was ich jetzt auch tun werde, weil ich weiß nur, Luxlike-Link macht das ganz komisch irgendwie anders, aber so genau weiß ich es dann auch nicht mehr. Also machen wir das jetzt einfach mal so, wie es vom Spiel vorgesehen ist. Hey, don't fuck the rules. Und stopp. Lass mich raten, die Plattform ist wieder ganz drüben. Nein, sie hat sogar richtig angehalten. Das ist mal was ganz Neues. Weil dann können wir... Ich glaube, das ist eigentlich so vorgesehen, dass wir... da rüberspringen und dann darüber springen. Verstehst, was ich meine, ne? Gut. Hi, bei uns fährt, also bei uns. Bei mir fährt gerade draußen ein Krankenwagen vorbei. Dann hier rüber. Und dann fällst du runter, weil du zu dumm bist zum Springen. Genau. So macht man. Ja, lass mich in Ruhe. Scheißvieh. Mag dich nicht. I have fucked up. Toll! Mann! Warum funktioniert nichts so, wie ich das will? Warum? Warum? Ja, warum? Ja, warum? Warum reg ich mich denn auf? Dankeschön. Bam! Und jetzt weiß ich wieder, wie er es gemacht hat. Sorry, da ich mich jetzt nicht gemutet habe, aber wenn das... Ja, das ist so einfach. Die einfachsten Lösungen, weißt du? Die einfachsten Lösungen. Ja, kannst mich mal. Plattform. Danke. Weil das dürfte man theoretisch gesehen so schaffen. Wenn ich mich jetzt nicht wieder komplett und hundertprozentig irre. Und zwar... das müsste man aber schaffen. Weil so hat er es gemacht. Der... Herr Marcel Schumacher. Wie er denn im echten Leben heißt. Und was er auch immer wieder wiederholt. Ist ja kein Geheimnis. Soll ja schon Leute gehen. Warum hast du seinen Namen genannt? Warum? Wie kannst du nur? Aber er heißt so. Kann ich auch nichts dafür. Und es ist eigentlich ein toller Name. Mein... ist halt ein toller Name. Oder er hat es so gemacht. Kann auch sein. Ich glaube eher, er hat es so gemacht. Die Plattform ist genau über uns. Und ist natürlich wieder genau wieder weg, wenn wir hochkommen. Super. Kann ich denn jetzt mal bitte... Also wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schneide ich so, dass... Alter! Mann! Wie dumm bist du? Link, bitte! Oh, Mann! Also wie schon gesagt, wenn ich es jetzt nicht schaffe, dann schneide ich... Danke. Dann schneide ich das bis dahin, wo ich es dann vielleicht mal irgendwann geschafft habe. Bis gleich. Irgendwann später. Ist das ein Raubschleim? Nein. Warum? Ja, warum? Ist nicht dein Vater. Hallo und herzlich willkommen zurück, Leute. Ah, wieso mache ich überhaupt ein Intro? Hab's doch gerade gesehen.
sag da nichts zu. Mensch, kann ich nicht einmal nachdenken und auf die einfachste Lösung kommen und nicht auf die schwerste? Wäre toll. Wäre vor allen Dingen toll, wenn ich nicht einfach wieder abrutschen würde wie so ein Buhn. So. Mann. Und es hat mich vermutlich einfach nur so eine Minute oder so gekostet. So, machen wir das wieder an. Mann. Ich bin so doof. Ich bin einfach so doof. So richtig kacken, dreist und doof. Ich bin einfach doof. Nein! Warum war die Plattform jetzt nicht hüben? Ich werd bekloppt. Ach, Mann. Spiel, warum tust du mir das an? Was hab ich dir je getan? Ja, jetzt laufen die wieder synchron, oder was? Hä? Willst du mich verarschen? Mach ich das jetzt anders? Mach ich einfach... Steuerung, darf ich bitte? Danke. Da mache ich das jetzt einfach... So. Weil dann kann ich hinüberhüppen. Hinüberhüppen. Rüber. Hinüber. Ja, das müsste gehen. Hossa! Sechseinhalb Stunden später. So Leute, hier sind wir wieder. So wie es aussieht, hat nicht nur der Wassertempel von Ocarina of Time mich schon selig... Nein! Warum springst du nicht? Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Eine Ewigkeit später. Ich sag nichts dazu. Ich sag einfach nichts dazu. Link ist zu doof. Zum... Besteht denn die Möglichkeit? Geht es denn? Darf er das? Darf ich das? Wieso darf ich das? Ach ja. Das war ja das. Liebe Freunde, wir haben es bis zum nächsten Raum geschafft. Ich glaub's kaum. Ah, wir sind im nächsten Raum, ich glaub's kaum. Es wird langsam zum Rage Game. Es wird langsam zum Rage Game. Und das lasse ich jetzt an dir aus. Hast du Pech? Da trifft er mich auch noch. Warum nicht? Boah, der Boss wird spaßig. Der Boss wird spaßig. So. Machen wir erstmal alles kaputt. So wie es gehört. So. Jetzt haben wir ja solche schönen. Na, ich nenn's mal Wagen. Aber da ist es. Alter. Danke. Ist es letztendlich einfach nur so, dass wir. Ich hab noch die Erinnerung daran. Warum? Hä, was? Ach ja. So war das ja. Genau. Dass da eine Fehl drin ist. Ich habe noch die Erinnerung, dass hier auch irgendwo Gegner drin sind und sowas. Du kannst mich mal. Hier waren wir gerade drin. Müssen wir hier noch rein. Also auf der anderen Seite. Oh, jetzt darf ich denn bitte mal... Danke.
Ach, hier geht's gar nicht irgendwo rein. Okay, das ist auch gut zu wissen. Okay. Why not? So. Der Raum ist von den Rätseln her auch eigentlich ziemlich einfach, weil... Steuerung. Danke. Denn wir haben hier diese Wagen. Damit tauchen wir einfach nur den Spaß da wieder auf. Da kam schon der Typ im Hintergrund, so richtig so grinsen. Gleich hab ich dich. Ja. Jetzt können wir theoretisch gesehen schon wieder hier rausgehen. Was es aber nicht so die Menge bringt, weil hüben ist noch ein Fee, glaube ich, war das, oder? Ja. Und damit wir das hinkriegen, müssen wir darüber machen. Das da auf. Und somit sind wir dann hier oben. Und dafür wird man uns loben. Wahrscheinlich nicht. Und dann machen wir diesen da noch auf. Weil dann drückt es uns wieder. Okay, wir müssen sogar da lang, weil da dieses Ventil ist. Toll. Gut zu wissen. Schön. Habe ich wenigstens irgendwo ein Ventil verpasst? Weil das auf der anderen Seite nicht auch so komisch durchfließend tut. Ich habe doch hundertprozentig irgendwo ein Ventil verpasst, oder? Ich habe hundertprozentig ein Ventil verpasst. Ich werde bekloppt. Mama, warum tust du mir das an? Mama, warum muss ich sterben? Oh, ich will... Genau. Scheiß Trickserratte. Als Sora müsste ich das aber schaffen. Sag ich doch. Dann hier hoch und hier runter. Dann haben wir hier das da und den da. Und dann ziehen wir uns als Mensch einfach wieder darüber. Ja, ich guck gleich nochmal. Immer mit der Ruhe. Ich guck gleich nochmal. Also wegen diesem Rohr. Aber das mache ich dann, wenn dann... Irgendwie so, dass ich erstmal weitergehe. Und wenn da noch keine Dingsverbindung da hergestellt ist, dann gucke ich nochmal. So, ne? Ich kann das Ding da wieder ausmachen. Danke. Es ist furchtbar. Furchtbar. Ausmachen. Beziehungsweise, ich könnte gleich nachgucken. Wenn ich einmal hier bin, könnte ich auch gleich nachgucken. Vorausgesetzt, er lasst mich. Darf ich denn bitte? Nein, Moment, jetzt drückt den ja gleich wieder runter. Jetzt muss ich schnell sein. Ich kam von hier, ne? Wo habe ich hier bitte schön die grüne Düse vergessen? Ich habe die grüne Düse nicht ernsthaft irgendwo da drüben vergessen, oder? Was? Ich gehe einfach mal weiter. Wenn was fehlt, merke ich schon. Klammern hoffentlich. So. Stirb. Dann müssen wir noch Pfeile wechseln. Weil das so nichts wird. Mit Eis taut man Eis sehr schlecht wieder auf. Im Normalfall. Ach, Mann. Das ist... Es gestaltet sich gerade echt schwieriger, als ich vermutet hätte. Also so habe ich es mir garantiert nicht vorgestellt. Gehen wir mal weiter. Was gibt's hier? Hm.
Drauf geschissen. komm, rein mit dir. Ja, genau, da geht's mich nur wieder raus. Och, Mann. Kommt das grüne Rohr? Ich weiß, wo das grüne Rohr herkommt. Ja, gut, dann sind wir doch, denke ich mal, so weit durch. Bisher. Mann. Der Tempel bringt mich komplett aus der Fassung. Alter. Alter. Und ich sag, eigentlich nicht so oft Alter. Aber Alter. Der Tempel macht mich fertig, Alter. Jetzt, wo wir nämlich wunderschön unsere Blitzkraft erhalten. Blitzkraft vor allen Dingen. Genau, Blitzkraft. Ich bin so ein Brain manchmal. Wo wir unsere Eiskraft erhalten haben. Können wir nämlich da drüben den mal zufrieren. Diesen Wasserfall da drüben. Und dann können wir nämlich auch am Anfang des Strahls mal das Ding anmachen. Oh, ich habe mich einfach dadurch verwirrt, dass es schon vom Prozess her weiter war, als es eigentlich vorgeschrieben wäre. Muss mal kurz auf den Timer gucken, nebenbei, wo ich ja drauf springe, daneben springe. Genau das meinte ich auch. Ich springe natürlich daneben, weil das ist so. Das macht man heutzutage so. Man braucht keinen Fortschritt. Nein, wieso auch? Hab ich bitte hier irgendwo eine Leiter? Dankeschön. Ich wollte noch nebenbei auf den Timer gucken. Naja, gut, okay. Ja, machen wir mal. Weil ich ja schneiden wollte. Da. Danke. Danke. Und jetzt gehen wir diese Leiter hier hoch. Oh. Und dann gehen wir diese Tür hier rein. Dann haben wir diesen Typen da. Den wir, glaube ich, sogar brauchen. Nein, brauchen wir nicht. Gut. So, umgucken. Er ist wieder da, Freunde. Er ist wieder da. Ja. Okay, dann sieht man den doch zweimal. Was wollte ich jetzt machen? Ach ja, da rum war ja. Hm, ja, hm, ja. Weiß ich wieder. Alles gut. Und hier gibt es Feen. Noch besser. Warum habe ich jetzt meine Konsole aufgemacht? Ich will den Partner nicht droppen. Weil ich mache jetzt einfach mal zumindest noch diesen Raum. Weil ich auch nicht ganz genau weiß, wie viel Zeit ich jetzt für Schneiden investieren muss. Mache ich das einfach mal. Und zwar können... Ja, das bringt sie halt voll. Das trifft natürlich nicht. Letztendlich wird uns das einfach nur wieder hier runterfallen lassen. Und 20 Rubine einbringen, aber hey. Ach, das ist der Schwarmfisch da drüben. Boah, mach mir doch nicht so eine Angst. Wie war denn das jetzt genau? Alter Junge, beruhig dich. Ich würde lachen, wenn das trifft. Und das trifft natürlich sowas von. Maggi ist schon was Tolles. Lecker, lecker Maggi. Wie komme ich jetzt dahin, wo ich hinkommen muss? Ach Gott, nein, ich weiß wie. Och nö. Och nö. Och nö. Och nö. Ist eigentlich klar. Ich mach mal ja schnell alles kaputt, was so zu kaputt zu machen geht. Die nehme ich. Die brauche ich. Die liebe ich. Genau die. Und zwar müssen wir vermutlich einfach mal eben... 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 diesen da tun. Da irgendwie... Nein, du sollst da hoch machen. Der Schwarmfisch kommt. Mach dich hoch, mach dich hoch. Ich weiß, du kannst es.
Wenn du nur daran glaubst, dann kannst du es schaffen. Mit aller Kraft und mit Leidenschaft. Das müssen auch die meisten eigentlich von euch kennen. Denke ich mal. Ja, muss man eigentlich nicht kennen. Aber ist eigentlich ziemlich bekannt. Will ich nur mal so erwähnt haben. Alter. Ich muss sagen, das Vieh sieht zwar cool aus, aber irgendwie macht es mir auch Angst. Vor allen Dingen, weil es mich gleich schnabulieren wird. Hey! Ach nö. Oh nee. Weil ich da drüben die Fässer jetzt kaputt habe. Oh, da kann ich mich ja nicht mal mehr dahin hinziehen. Oh. Ich mache am Boden hier jetzt noch ein paar Krüge kaputt und danach würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Part. Mich verlässt langsam meine Vernunft und... Junge! Du kannst das, ich glaube an dich. Meine geistige Gesundheit schwindet. Aber was mir gerade wieder so aufgefallen ist, die haben es damals einfach schon geschafft, eine Atmosphäre zu erzeugen, weil du wolltest nicht von dem Fisch erwischt werden. Weil das sieht halt schon ein bisschen creepy aus. Na dann, würde ich einfach mal sagen, wir sehen uns das nächste Mal dann wieder hier. Wenn ich mir unnötig Aufstand machen muss. Juhu. Na dann, bis zum nächsten Mal, Freunde. Ciao. Mann, bin ich scheiße.